Alle Zeichen zeigen in eine Richtung. Die Gaskrise mit Russland, eine Klimakrise, die sich immer weiter verschärft. Und bis Ende des Jahres werden die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Wir brauchen alternative Energien, so schnell wie möglich. Das sieht auch die Bundesregierung so. Bis zum Jahre 2030 will sie den Strom aus erneuerbaren Energien verdoppeln. So der Plan. Deswegen legen wir heute mit dem Wind-an-Land-Gesetz ein Gesetz vor, das die Verbindlichkeit des Windkraftausbaus in Deutschland regelt. Über zwei Jahreszahlen, 2026, müssen 1,4% der Fläche für Windkraftanlagen beplanbar vorgehalten werden und 2032 dann die 2% der Fläche. In Hessen sind es sogar 2,2% der Fläche, die für Windräder bereitgestellt werden müssen. Doch wo sollen die Windräder hin? Schauen wir uns zuerst einmal an, wo in Hessen überhaupt genügend Wind weht. Da stechen die Rhön, der Kellerwald und der Vogelsberg heraus, mit einer Windleistung bis zu 800 Watt pro Quadratmeter. Und nicht zufällig liegt im Vogelsberg der erste kommunale Windpark Deutschlands, Ulrichstein, eine Gemeinde mit knapp 3000 Einwohnern, stellte schon sehr früh Windräder auf. Ja, das war Mitte der 90er Jahre, war man halt innovativ in Ulrichstein und wollte halt in Bezug auf erneuerbare Energien schon tätig werden. Das war auch dann der erste kommunal betriebene Windpark in ganz Deutschland mit 4 Anlagen. Die wurden damals in, glaube ich, 95 oder 96 sind sie ans Netz gegangen. Die Windkraftanlagen waren schon damals sehr lukrativ für die Gemeinde. Mit den Einnahmen konnte ein Schwimmbad errichtet werden, ein Innovationszentrum und eine Arztpraxis. Also die Windkraft bringt uns in beiden Haushalten, im städtischen Haushalt und auch im Eigenbetrieb, jährlich etwas über 1 Million. Und wenn wir diese Million nicht hätten, müssten die Grundsteuern erhöht werden. Warum stehen da nicht viel mehr Windräder in Hessen? Ein Grund, der 1000 Meter Abstandspuffer. Ein Windrad darf nicht näher als 1000 Meter zu einer Siedlung stehen. Dadurch kommen schon 53% von der hessischen Fläche nicht mehr in Frage. Auch bei Straßen und Schienen gelten Abstandsregeln. Die beanspruchen 21% der Landesfläche. Weitere 4% benötigt der Luftverkehr. Fast ein Viertel von Hessen liegt in einem Naturschutzgebiet. Dort ist in der Regel auch kein Windrad erlaubt, aus unterschiedlichen Gründen. Die Kollision ist das, was jetzt auch mit der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes am stärksten adressiert worden ist. Es gibt zum anderen sogenannte störungsempfindliche Arten, dass sie beispielsweise in Zeiten der Brut- oder der Jungenaufzucht die gesamte Brut aufgeben. Und dann haben wir an dritter Stelle eben die Frage, welche Arten betroffen sein können aufgrund der Baumaßnahmen selbst. Und hier sprechen wir immer wieder beispielsweise über die Haselmaus, wenn wir in Waldstrukturen eher denken. Was bleibt am Ende übrig in Hessen? 10%. Davon sind aber viele Flächen durch Einzelfallentscheidungen trotzdem noch ausgeschlossen. Und selbst auf den 1,9%, die von der Landesregierung bislang ausgewiesen wurden, regt sich zum Teil großer Protest. 400 neue Anlagen sind geplant und gegen ein Drittel dieser Projekte wird geklagt. Die Gründe für die Klagen sind vielfältig. Einwand Nummer 1 ist bei der Windkraft im Wald. Fast 90% der Vorranggebiete für Wind befindet sich in Waldgebieten. An Standorten, die viele Naturschützer aus Artenschutzgründen für bedenklich halten. Und dabei geht es nicht nur um den Rotmilan, der von Rotorblättern erschlagen werden könnte. Was bei Fledermäusen noch dazukommen kann, ist das sogenannte Barotrauma. Das heißt, sie müssen nicht einmal direkt mit der Anlage kollidieren, sondern aufgrund der Druckunterschiede im Bereich der Rotoren kommt es, dadurch, dass es ja sehr kleine Tiere sind, zu so starken inneren Verletzungen, dass sie daran ebenfalls versterben können. Nicht nur die Windräder im Wald sorgen für Ärger. Auch Denkmalschützer machen sich Sorgen. In 3 Kilometer Entfernung von der Burg Münzenberg zum Beispiel sollten im Jahr 2017 4 Windkraftanlagen entstehen. Die Denkmalschutzbehörde lehnte die Errichtung der geplanten Anlage ab. Durch die 200 Meter hohen Windräder werde die Burg als Kulturdenkmal erheblich beeinträchtigt. Und Anwohner befürchten immer wieder den Verlust der eigenen Lebensqualität. Es wird befürchtet, dass die Windräder zu laut sind und zu viel Schatten werfen. Dabei ist für die meisten Bürger unumstritten, dass wir erneuerbare Energien benötigen.
nur halt nicht vor der eigenen Haustür. Deshalb ist wichtig, die Bürger mitzunehmen, um ihre Ängste abzubauen und ihnen die finanziellen Vorteile schmackhaft zu machen. Platz für die Windkraft ist jedenfalls da, vielleicht auch bei einem direkt vor Ort. Das kann man bei der FAZ direkt überprüfen unter www.faznet/windkraft.